So, es geht weiter mit Alien Isolation im dritten Part und wir sind jetzt gerade in diesem Einkaufszentrum auf der Sevastopol und anscheinend nicht allein. Ich sehe da doch, ich habe da doch gerade einen Schatten gesehen. Irgendwas ist da. Hallo? Clever Spiel. Und ich bin auch noch drauf reingefallen. Doch, wir sind hier anscheinend echt nicht allein. Hier liegt Schrott auf dem Tresen, den nehmen wir natürlich mit. Und ein Audio-Logbuch oder wie man das auch immer nennt. Das spielen wir jetzt mal ab. Nur Jones, heutiges Update. Nach mehreren Nachfragen hat Marshall Waits endlich ein öffentliches Meeting einberufen, um die auf Sevastopol kursierenden Gerüchte anzusprechen. Anstelle jedoch die erbetenen Antworten zu geben, war er weiterhin ausweichend und nur nach wenigen Minuten wurden er und sein Team von Entschuldigung, kurz speichern. Einer Menge mit Gegenständen beworfen. Ein Schuss fiel, Panik brach aus und jetzt schmeißen uns Waits und der Rest seines Teams mit Gewalt aus dem Terminal. Wir scheinen auf uns allein gestellt zu sein. Okay. Hier liegt noch eine supokante Impfpistole. Können wir die eigentlich auch ausrüsten? Nein, können wir natürlich nicht. Schade. Ich dachte, es wäre eine Waffe. Und auf dem Terminal können wir zugreifen. Oh mein Gott, Freunde, das wird hier eine Reise. Was ist Apollo, den Stecker ziehen? Zoe, es tut mir leid, Sie müssen nächste Woche nicht kommen. Okay, Harper hat das geschrieben. Okay. Freigegeben an alle Mitarbeiter. Im Interesse der öffentlichen Vermeidung müssen mögliche Passagiere darauf hingewiesen werden, dass sämtliche Abflüge von Sevastopol gestrichen wurden. Sie versuchen Probleme auf der Station und werden sie alle auf dem Laufenden halten. Okay, also die wussten, was ist Apollo? Apollo ist die zentrale KI. Okay. Die überwacht also die Androiden und ihnen bereiten Beistand. Außerdem überwacht sie die stationsweite Kommunikation. Wo immer sie auch sind, sie sind in guten Händen. Sigson morgen, morgen gemeinsam. Okay, das war also einer, der immer an morgen gedacht hat, immer an die Zukunft gedacht hat. Und Apollo stand ja vorhin da auch an der Wand. Bitte was? Okay, ich gehe mal wieder raus. Oder können wir hier weitergehen? Kann mir jetzt nicht vorstellen, dass wir jetzt hier einfach wieder zurückgehen müssen. Oder? Hier runter vielleicht? Aha. Habe ich es doch gewusst. Natürlich geht Ripley einfach so mutig wie sie ist, einfach in so einen Lüftungsschacht rein. Woher kommt dieses Licht? Ob wir wohl so eine kleine Taschenlampe haben? Ich hätte gerne mal eine Taschenlampe. Oh mein Gott. Ich habe Angst, dass ich gleich von meinem Stuhl runterfliege. Denn das kann passieren. Das Spiel hat ja eine Wertung von GameStar, glaube ich, nur 79 oder 73 gekriegt. Aber mein Gott, das Feeling wird auf jeden Fall bis jetzt. Also jetzt der Anfang, so die erste Stunde. Gut rübergebracht. Hallo? Hallo? Wie gehe ich hier weiter? Wo geht's hier weiter? Ah, bestimmt hoch, oder? Ja, natürlich. Rausklettern. Da habe ich doch schon was gehört. Okay, wo sind wir jetzt? Deck 42 oder was? Space Flight. Space Light oder Space Flight? Space Flight. Okay, was hat denn hier gewütet? Ach, hier sind schon die Teile reingekracht. Hier fällt alles auseinander. Da hast du recht, Ripley. Ich hoffe, wir kommen hier noch heil raus, bevor hier alles ganz auseinandergefallen ist. Ich gehe mal hier weiter lang. So viele Horrorspiele habe ich auch in der letzten Zeit gar nicht gespielt. Außer Outlast und Dead Space, aber Dead Space 3. Und das ist ja kein Horror mehr, ne? Kann ja keiner als Horror bezeichnen. Das erinnert mich gerade hier gerade wirklich ein bisschen an Dead Space 1. Wo man noch auf der Ishimura rumgelaufen ist. So, wo müssen wir denn jetzt lang? Das ist eigentlich der einzige Weg. Okay, können wir das hier irgendwie wegmachen? Ah, ha. Ich habe doch hier gerade benutzen gesehen. Ich dachte mir, der Schacht liegt hier doch so verdächtig herum. Da liegt das mal ein bisschen Schrott drinne. So. Oh oh. Ich
gehe mal lieber ein bisschen zügiger durch. Okay, jetzt wieder. Wir haben Cupapes. Klar, der ist Cupcakes. Zack Perky, oh mein Gott. Hat hier gerade jemand gehustet? Oder waren wir das? Ich glaube, wir waren das. Bitte was? Bitte was? Was? Irgendwas läuft hier auf jeden Fall. Hallo? Freunde? Hier piept auf jeden Fall irgendwas. Ist das nicht eine Speicherstation? Nee. Was piept hier denn? Hallo? Oh Gott, da sind doch schon wieder Leichensäcke, die sehe ich doch schon von hier. Ich halte mich mal weg von denen. So. Da hinten können wir rein. Und da müssen wir bestimmt am Ende durch. Oh mein Gott. Und es sieht doch noch so geil aus, ne? Das schafft auch noch so eine richtig bedrückende Atmosphäre. Liegt hier hinten noch was? Ich kann so gut wie gar nichts sehen. Ihr wahrscheinlich jetzt gerade auch nicht. So. Und hier können wir auf jeden Fall den Strom wieder anmachen. Müssen wir wohl auch. Okay, das wäre schon mal geschafft. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Was habe ich mir hier bloß angetan? So, da drinnen ist anscheinend nichts. Wartungsheber benötigt. Woher kriegen wir denn einen Wartungsheber? Okay. Sieht aus wie so ein provisorisches Bett. Oh, was sind da für Magazine? Okay. Was steht da drauf? Dig it, dish it, dirt it. Okay. Alles klar. Und irgendwelche Familienfotos anscheinend. Und Energy Drinks. Irgendwas wütet hier immer im Hintergrund. Ja, ich tue so, als wenn ich das nicht wissen würde, aber ich weiß ja ganz genau, was es ist. Und ihr wisst es natürlich auch. Aber ich sag's trotzdem nicht. Weil das wäre zu offensichtlich. Geht's hier rein? Nee, das ist ein Fenster? Okay. Hier geht's auch nicht lang. Ah, Ionenschneider benötigt. Haben wir nicht sowas? Wo kriegen wir denn einen Ionenschneider? Ja, der liegt doch hier. Bitte was? Oh, da liegt ein Toter. Das ist ja super. Plasmaschneider benötigt, okay. Das ist ja alles irgendwelche extra Türen oder was ist das hier? Liegt hier am Anfang irgendwie was, was ich übersehen habe? Da ist doch was. Das sieht doch aus wie eine Werkbank. Ja, da sehe ich doch schon mal irgendwie einen Schneider. Ja, jetzt auch nicht rein. Hm. Wartungsheber brauche ich. Wo gibt es denn einen Wartungsheber? Hier vielleicht irgendwo? Ach, hier bestimmt. Nee. Nee, doch nicht. Hier vielleicht? Nee, nee, nee. Hier können wir aber lang. Wir kommen wieder da raus, wo wir gerade waren. Okay. Das ist ja jetzt die Frage. Wie kommen wir denn da lang? Irgendwas haben wir hier am Anfang, habe ich am Anfang übersehen. Was ihr natürlich schon 7 Mal gesehen habt. Aber ich spiele das hier gerade zum ersten Mal. Was habe ich?
hier noch was übersehen? Die Musik ist schon wieder ganz schön creepy. Kommt diese creepige Musik her? What the fuck? Oh, Scheiße. Achso, ich glaube, das... Hier spricht Turner. Ich habe die letzte Leitung muss der Ausgang sein. Hat eine Weile gedauert, aber jetzt ist sie aus. Ich muss nur noch die letzte Sicherheitsstrebe anbringen. Kommen Sie zu mir, wenn Sie Ihre ausgeschaltet haben. Dann können wir endlich abhauen, verdammte Scheiße. Ich höre überall Geräusche. Hier das Knarren und... Beeilen Sie sich einfach, okay? Okay. Fuck the Marshals stand da. Was höre ich denn hier? Manu, warum muss es denn hier alles so chaotisch aussehen? Das könnte hier, glaube ich, ganz schön cool aussehen. So, was ist das hier? Zone. November 2137 haben wir also. Und einen vollen Terminkalender. Okay, hier sind noch ganz viele andere Räume. Scheint irgendwie eine Kommandozentrale zu sein. Turner hier. Ich musste mich wieder mit diesem verdammten Suffkorb rumschlagen. Diesmal hat er mit dem Wartungsheber fast die ganze Tür demoliert. Er denkt wahrscheinlich, er ist sicher hier, will sich einschließen. Idiot. Wir haben genug anderes zu tun, als hier Babysitter für Alkis zu spielen. Also habe ich ihn in der Asservatenkammer eingesperrt. Da kann der Mistkerl seinen Rausch ausschlafen. Wir gehen jetzt bestimmt zur Asservatenkammer. Okay. Ich speichere gerade erstmal. Bei jedem Punkt immer schön speichern. Hier ist auch wieder so ein Raum, wo wir so einen Schneider benötigen und einen Rollstuhl. Aber hier nicht. Was gibt's hier? Gibt's hier irgendwas? Was steht da? Kann's nicht lesen. Oh Gott. Ich habe so ein scheiß Dolby Surround Headset. Dass man das auch richtig von hinten dann hört. Das ist echt... Ein bisschen krass. Oh, Scheiße. Oh, Scheiße. Und wenn ich mir dann so überlege, dass man so eine Spiele dann mit Oculus Rift spielen soll. Da sehe ich schon die ersten Herzinfarktskandale. Oh. Klettern. Dann klettern wir mal. Und dann mal weiter durch den Lüftungsschacht. Irgendwas klettert hier immer mit uns mit. Ich weiß nicht, was es ist. Doch, ich weiß, was es ist. Aber ich sag's nicht. Okay, hier liegt eine Menge Stuff. Ein Wartungsheber. Ich kann das, glaube ich, besser gebrauchen. Wartungsheber. Kann ich den jetzt auch irgendwie ausrüsten? Wie ging das denn? Wie kann ich nicht nochmal in das Menü reinkommen? Also. Oh mein Gott. Komme ich hier jetzt einfach. Ach so, den kann ich hier gleich einsetzen. Okay, halten. Halten. Und L nach links. Warum kannst du den denn nicht als Waffe benutzen, Ripley? Kann man den echt nicht als Waffe benutzen? Anscheinend nicht. Oh mein... Was passiert? Die Becher hier haben sich bewegt. Du da. Ich hab das ganz genau gesehen. Caution, wet floor. Echt mal, ey. Hier sollte echt mal wieder aufgeräumt werden und mal ein bisschen durchgewischt werden. Oh Gott. Jetzt sind wir wieder hier. Ich höre es doch schon. Ich warte nur noch auf den Moment. Den Moment, auf den alle warten. Ich weiß auch gar nicht, ob ich das mal vielleicht mal mit Facecam spielen soll. Das wäre auch mal ganz witzig, glaube ich. Nur leider habe ich momentan gar keine. Oh, Zwischensequenz. Ganz ruhig. Okay,
Okay. Mein Name ist Ripley. Woher kommen Sie, Ripley? Von einem Schiff. Hier gibt es keine Schiffe. Jetzt schon. Prima. Große Klasse. Hier läuft's nämlich nicht so toll. Hier ist was explodiert. Alles hat gebebt. Ich hab's gesehen. Meine Liebe, das ist das geringste unserer Probleme. Ja? Ja. Hier ist etwas auf der Station. Etwas, das Sie sich nicht vorstellen können. Was denn? Ein Killer. Verstehen Sie? Okay. Okay. Wie heißen Sie? Axel. Ich bin hier mit zwei Kollegen angekommen. EVA. Die Explosion hat uns getrennt. Können Sie mir helfen? Warum? Weil Sie sich hier auskennen. Nein, ich meine, warum? Was ist für mich drin? Ein Platz auf dem Schiff. Woher weiß ich, dass ich Ihnen trauen kann? Ich muss zur Kommzentrale. Ich muss mein Schiff kontaktieren. Heute ist Ihr Glückstag. Heute ist also unser Glückstag. Seekson Communications befindet sich im Systec-Turm. Das ist ein ganz schönes Stück, aber wir können durch den Frachtbereich zu einem Transit gelangen. Aber vorsichtig, da lauern so einige Gefahren. Okay? Okay. Verfolgen tut er uns anscheinend nicht. Tut er uns anscheinend nicht tun. Okay, wir haben also einen neuen Buddy, der mit uns verjährt. Los, ich will nicht lange hier rumhängen. Ja, okay, aber wir müssen noch bis zur nächsten Folge warten. Also, bis dahin dann.